Wir fahren jetzt nach Weißenbach am Lech. Da lade ich einen Gips. Keine Angst, es hat sich niemand etwas gebrochen. Es handelt sich bei diesem Gips vielmehr um einen der typischen Rohstoffe, die Isabella mit ihrem Silo-Truck befördert. Für Bella gibt's nach den ersten Kilometern schon gleich eine morgendliche Aufwärmübung, denn sie muss ihren Silo-Truck besteigen und ihn für die Befüllung vorbereiten. Dafür öffnet sie heute lediglich eine der vier Befüllungsluken. Ich mache deswegen nur einen Deckel auf, weil die Ladung verrinnt. Wie Wasser im Endeffekt. Du ladst es und das verteilt sich. Und deswegen brauche ich nur einen Deckel. Ah, wieder was gelernt. Jetzt den Silo-LKW nur unter den Rüssel stellen. Der Rest funktioniert ferngesteuert. Bella geht voll mit Gips beladen die Fahrt nach Oberösterreich an. Nach rund 40 Minuten Stehzeit geht's endlich weiter und Bella erreicht spät aber doch noch rechtzeitig die Abladestelle in Oberösterreich. Was nun folgt, scheint vielleicht wie lästige Routine. Bella macht das Anschließen der Schläuche heute aber besonders viel Spaß. Nach stundenlangem Fadisieren endlich eine willkommene Abwechslung. Aber was so einfach aussieht, ist dann doch wieder Routine. Es ist schon sehr anstrengend bei der Hitze. Konzentriert zu bleiben und alles. Vor allem es ist doch eine gewisse Strecke von Tirol daher. Und unterm Fahren ist sehr angenehm, weil klimatisiert. Da geht Gott sei Dank ein bisschen Luft, ein bisschen Wind. Wenn ich dann alles fertig habe, bis zum Aushalten, bin ich mir ziemlich sicher, aber ich bin froh, wenn ich noch einen Feierabend machen kann. Und duschen gehen kann. Und schlafen gehen kann. Aber vorher trinke ich noch ein Bier. Truckerin Isabella und ihr Ehemann Johnny sind wieder gemeinsam unterwegs in Bella Italia. Romantis soll's werden. Vigneti le notti. Aha. Vignette, ist das nicht Essig? Weiß ich jetzt nicht, gell? Schon? Nein, ich weiß nicht, was Vignette heißt. Der Name vielleicht? Vignette Lenotti, das ist der Name. Weiß ich nicht, ich hab nicht geschaut jetzt. Es ist so da gestanden, wie ich es gerade gesagt habe. Vignette Lenotti. Aber da ist sicher noch mehr gestanden. Nein. Also. Was ist ein Essig auf Italienisch? Ja, das ist jetzt eine gute Frage, weil ich mein Leben noch nie bestellt habe, gell? Super. Ja. Weiß ich. Kannst du auch nur reden, was du bestellt hast, oder was? Nein, aber ich hab's noch nie gebraucht. Ja, und wegen dem kannst du das trotzdem wissen. Vignette ist der Weinberg, aber aus Wein macht man ja auch Essig. Mit Essig kennt sich Johnny also weniger aus. Salat ist nicht so seins. In Italien ist Johnny gerade dabei, eine 7 Tonnen schwere Bewässerungsanlage auf seinen LKW zu laden. Isabella unterstützt ihren Mann natürlich und hilft, wo sie nur kann. Bei der blauen aufmachen, oder was? Nein. Da, ja. Da? Da. Same procedure as every year, James. Keine Ahnung, wie das Ding aufgeht. Eine Seite war mal offen. Ich bin sogar zum Aufstehen zu dumm. Danke. Bitte. Und woher weiß ich jetzt, was da kurze oder lange Ketten sind? Das siehst du gleich. Ich glaube, das sind kurze. Wir kenne ich mich immer noch nicht aus und wir werden wahrscheinlich auch in diesem Leben keine Freunde mehr werden. Der Gianni sagt, ich soll es probieren, ich probiere es, meistens geht es in die Hosen. Aber wenigstens habe ich so da, als ob. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Ja, ja, Isabella und ihre heiß geliebten Ketten. Ich kann das nicht. Warte, du hast gleich. Ja, aber das geht nicht. Du und deine Ketten, gell? Ja, nein, ich und deine Ketten.
Ja, schau. Warum soll ich das tun, wenn ich zwei starke Männer habe? Capo. Ja, Capo. Jetzt fragst du mich nicht ernsthaft, also wie ich Italienisch mitkriege, oder? Ich hab zuerst irgendwas mit Risotto gehört, aber das war's anscheinend nicht. Wahrscheinlich habe ich mich da auch verhorcht. Aber also, es geht einmal nicht ums Essen. Johnny hat alles im Griff und Isabella bewahrt wie immer einen gekühlten Kopf. So lange dauert's dann doch nicht. Johnny und die starken Männer sind nämlich schon fertig. Passt, da fahren wir heim. Ha? Na, fahren wir. Ja, brechen wir auf. Sattelt die Hühner, wir reiten ins Gebirge. Truckerbabe Bella ist wieder unterwegs mit ihrem unverkennbaren pinken Silo-Truck. Heute liefert sie Beton in ein Werk im schönen Saalfelden. Aber egal wo, Bella ist bekannt wie ein bunter, wie ein pinker Hund. Spät, aber doch, habe ich es auch mal hergeschafft. In meiner Hütte. Schleimer. Naja, die Herren wollen ja nur freundlich sein. Bevor Bella ablädt, gibt es den üblichen Papierkram und schon kann die inzwischen fast 50 Kilo leichtere Truckerin mit ihrer Arbeit beginnen. Gott sei Dank habe ich so lange Haxen. Hat auch einen Vorteil. Bella macht körperlich einen guten Eindruck. Ich meine, fast 48 Kilo, das ist schon was, wenn du das alle immer dumm zahlen musst. Und so geht's jetzt schon um einiges schneller. So. Ich stelle meinen Lastwagen so lang auf und nachher blase ich so lang, bis er leer ist. Ne? Eine schöne Job-Description. Fast wie für einen Erotikfilm. Und Bella arbeitet auch so zärtlich. Mit Gefühl ist das halbe Leben. Also, da ist ja Druck drauf, da kann ich nicht einfach aufreißen. Was ist, wenn beim Schlauch was ist? Was ist, wenn die Schön nicht ganz oben ist? Was auch immer, vielleicht ist der Schlauch ein bisschen verdreht. Wenn ich das auf einmal aufreiße, dann kann mir der Schlauch aufgehen, trotz der Sicherung zum Beispiel. Oder der Schlauch könnte runterrutschen von der Schelle. Deswegen mit Gefühl. Mit zarter Hand bewegt Bella die Regler und Ventile ihres stark aufgerichteten Trucks. Nicht nur, weil Bella Spaß an gefühlvoller Arbeit hat, sondern auch, um das Material zu schonen. Es kommt immer darauf an, wie man mit den Schläuchen umgeht. Und ich taste alle wieder mal die Schläuche an, weil es könnte sein, dass sich Blasen bilden. Wenn sie eine Blase gebildet hat, darf ich den nicht mehr hernehmen. Ihren Silo nimmt Bella aber ordentlich her. Da geht sie sogar mit dem Hammer dran. Das ist jetzt nur mal die Restmenge, was noch eventuell im Schlauch drinnen ist, noch mal durchblasen wird. Und dass der Schlauch dann komplett leer ist. Und. Ja, wir sind leer. Naja, dann kann sich Bella heute einen frühen Feierabend gönnen und sich auf den Weg machen. Heute ist die junge Truckerin wieder mit einem neuen Fahrzeug unterwegs, einem Silo-Hängerzug in Blau. Wird Bella ihrer Jacqueline untreu? Meiner Jacqueline geht's eigentlich gut. Die steht jetzt am Hof dabei. Die wartet, bis ich wieder komme. Also es ist nicht von Dauer, dass ich mit dem fahre. Das ist jetzt einfach einmal so der Gaudi halber. Ich fahre jetzt nach Kitzbühel, also in Nähe Kitzbühel. Da lade ich Steinmehl. Das ist spezielles Steinmehl, was mit Mikroorganismen versetzt ist und was dann in die Gülle kommt. Deswegen fahre ich mit dem nachher auch zu Bauern oder zu Landwirten und lade es dann ab. Jetzt wird der blaue Silo aber erstmal vollgetankt. Das Vulkansteinmehl wartet hier in staubigen Mengen und auch der junge Inhaber des Hartsteinwerks Kitzbühel schwört darauf. Bella ist angemeldet und soll nun voll beladen werden. Und damit geht's für Bella ab zum Morgensport und hinauf auf die Silos, um alle Vorbereitungen zum Beladen zu treffen. Drunter unter den Rüssel und schon kann's losgehen. Lademeister Negendank sei Dank. Neu an diesem Silo-Hängerzug ist, dass Bella nun zwei Silos beladen muss mit dem Steinmehl, das später mit Gülle vermengt zum Superdünger wird. Hebst du mal auf, Gach, bitte, dass ich sehe, wie hoch dass wir sind. Vorne sind es jetzt 13 Tonnen, die drinnen sind. Hinten kommen 12 Tonnen rein, also nur knapp 1,2 Tonnen. Und dann sind wir gesamt, ich weiß jetzt nicht genau, bei 39, schieß mich tot. Kurz abgelenkt von einem kunstvoll gestalteten Silo-Kollegen macht sich Bella nun abfahrbereit. Also nochmal rauf aufs Dach.
Dann Qualitätskontrolle, bevor alle Deckel wieder geschlossen werden und wir losfahren können. Sodala, auf geht's. Fahren wir zum ersten Bauern. Bellas ausgebockte Silo-Zugmaschine ist nun mit dem Vulkansteinmehl beladen und sie macht sich auf den Weg von Kitzbühel ins Allgäu. Bella hat die erste Etappe ihrer Auslieferungstour erreicht und erkundigt sich ganz genau, wo sie hin soll. So, oder? Die hier haben es gemütlich, während Bella auf Hochtouren mit Bauer Thomas die Rohre und Schläuche verlegt, um die 12 Tonnen Steinmehl in die Güllengrube abzupumpen. Wir müssen jetzt die Gülle gleich ein bisschen aufrühren, dass die flüssig wird und dann können wir die Steinmehl rein. Und während der Riesenmixer von den Herren bedient wird, muss sich Bella um den Druck kümmern. Also ich habe jetzt alle Hebel zugemacht, damit ich vom Kompressor die Luft direkt in den Hänger kriege. Ist ein bisschen lauter, aber ihr versteht es mich schon. Ja, also... 12 Tonnen Steinmehl vermengen sich nun mit Jauche. Das bedeutet gut 30 Minuten warten und mixen. Das dampft. Ich bin jetzt auf Null beim Ladedruckmanometer. Also eigentlich müsste er jetzt gleich leer sein. Und auch wenn die Luftanzeige runtergeht, dann... Also Schläuche wieder zusammenpacken und den Flüssigmistmixer wieder raus. Und nicht anspritzen lassen. Wobei, bei dem T-Shirt passt eh gut dazu. Schön, wenn ich weiß, das Zeug anziehe, wenn ich herfahre. Alles gut gegangen, ja. Wir haben es auf zwei Gruben aufteilt. Die knappen 12 Tonnen. Es ist nichts Gröberes passiert. Ein paar Flecken habe ich dazu gekriegt, macht nichts, fällt nicht auf. Scheiß an. Und es gibt was Schlimmeres als ein bisschen Kuhkacke. Scheiß an trifft es ganz gut. Jedenfalls heißt es für Bella, keine weitere Zeit verlieren und sauber auf zum nächsten Kunden. Quer durch das Gemüse, wo normalerweise lediglich Traktoren und Radfahrer sich den Vorrang überlassen, fährt der 40-Tonner zum letzten Ziel, einem Bauernhof im bayerischen Halbblech. Und jetzt das gleiche Prozedere von vorne, oder wie? Genau. Im installierten Tunnelsystem unter dem Bauernhof mischt die Turbine das Steinmehl unter die Gülle und Landwirt Josef überwacht das gesamte Geschehen. Jetzt sind wir leer. Jetzt kommt nur noch Luft. Die Luft ist draußen. Aus dem Silo. Aber noch lange nicht bei Bella. Für sie warten nun doch wieder die schweren Schläuche und Rohre. Ja, ich glaube, das Rädel, wenn mir jetzt nicht alles täuscht, hat so um die 50 Kilo. So, Daumen mal Pi. Also, glaube ich, kann es nicht genau einschätzen. Also, das Rädel allein tragen ist jetzt eigentlich nicht das Problem. Wenn ein Rohr an einem Rohr dranhängt, das schaffe ich allein nicht mehr. Aber ja, also, es ist nicht nur einsitzen und Autofahren, sondern es ist schon ein körperlich anstrengender Job. Und damit braucht es auch mal eine Pause. Meine Pausen sind eigentlich, wenn es möglich ist, dann in so einem Ambiente. Ist nicht oft, aber hin und wieder habe ich das Glück. Und ich suche mir halt die rechten Platzerl, dass ich sage, da ist fein, da ist schön. Ist nicht nur ein Parkplatz, sondern ich habe ein bisschen was zum Schauen auch.